Willkommen zurück zu Let's Play Alien vs Predator 3. Ja, ihr werdet wahrscheinlich eine kleine Änderung gesehen haben. Und zwar werde ich jetzt in jedem Video von Alien vs Predator 3 eben Vorschau für ungefähr 5 bis 10 Sekunden das FSK 18 Logo zeigen, weil ich möchte keine illegalen Sachen betreiben. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es illegal wäre, sprich, wenn man mich melden möchte, würde wäre mein Account dadurch gesperrt. Und ich glaube, das würdet ihr auch nicht so toll finden. Ungefähr nicht so toll, wie ich es auch finde. Leck. Du rufst keine Wachen herbei, Kollege. Ja, wir sind immer noch in dieser wunderschönen Raffinerie und kämpfen uns hier Stückchen für Stückchen voran. Ich weiß auch hier schon, was ich tun muss. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass hier ein Behälter eigentlich steht. Der aber diesmal nicht da ist. Okay. Kein Behälter diesmal. Okay, aber hier hinten ist ein Typ, der hat sich eben gerade erschossen. Das konnte ich leider nicht verhindern. Okay, ja. Aber ich weiß trotzdem, was wir machen müssen. Und zwar müssen wir durch diese Kissen. Und ihr seht, hier wird die Luft nach oben gesogen. Und das könnte mit uns auch passieren. Außer wir benutzen unsere wunderschöne Schalttaste und springen in die Lüftung. Von Lüftung zur Lüftung. Immer weiter nach unten. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann springen wir noch heute. Ja, es ist eine sehr aufregende Mission. Eine, ja doch, irgendwie schon. Und aus der Lüftung raus. Und wir haben es geschafft. Wir sind ganz unten angekommen, ohne einmal getroffen zu werden. Ja, an dieser Stelle habe ich gehangen, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Doch, könnt ihr euch wahrscheinlich schon. Ich habe erstmal, ich glaube, 5 Minuten überlegt, wie komme ich daran vorbei. Ja, geschafft habe ich es dann auch irgendwann. Deswegen weiß ich jetzt auch, wie es geht. Und deswegen habe ich es jetzt mal kurz im dünnen Schnelldurchlauf gemacht. Also, aber es kam so aufregender wie, was ein Scheiß, was soll dieser Crap? Alles Scheiße. Naja, das Übliche halt eben. Einige kennen das ja auch schon zum Teil. Ja, ich hoffe doch, dass du das gehört hast. 1, 2, 3. 3 Wachen. Ja, das wird ein Spaß werden. Kann ich hier nicht eigentlich auch umgehen? Wupp, 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 wupp. Nicht, dass sie hier nach oben gucken, weil ich ein bisschen zu laut war. Ach, da ist einer. Ja, dich. Nehmen wir doch einfach mal ins Ziel. Stimmt mich an. Ja, und was mir leider echt aufgefallen ist, die KI ist nicht allzu sonderlich schlau. Also ich finde sie zumindest nicht schlau, weil ich könnte ihn jetzt anspringen, ich könnte ihn greifen und wenn ich ihn gegriffen habe, würde der andere nichts mehr machen. Der wird nur zugeben und gucken und schauen, wie ich den auseinandernehme. Eventuell einen Schuss abgeben, so wie der andere jetzt eben gerade. Aber das war's auch. Aber ich zeige euch viel zu viele Finishing Moves eigentlich. Ich sollte weniger zeigen. Vielleicht würde dann das ganze Let's Play auch nicht ganz so lange dauern. Aber wir sind schon in der dritten Mission von 4. Also allzu viel haben wir nicht mehr zu tun. Kriegen wir die Teile eigentlich kaputt? Ne, sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Ich meine, man konnte die in einen der anderen beiden Teile kaputt machen. Sind hier irgendwo Lichter, die wir... Nö, sind keine Lichter. Wie machen wir das jetzt am schönsten? Weil ich möchte ja beide erwischen. Weil der eine bringt sich sonst selber um. Aber wobei, lassen wir ihn noch. Ja, lassen wir ihn einfach Selbstmord begehen. Er guckt nur zu. Doch, you're dying here. Ach ja. Ja, schwer ist das Spiel im... Oh, oh, oh. Wir sind das erste Mal, glaube ich, im Außeneinsatz. Im Außeneinsatz. 18% des Spiels schon geschafft und es geht relativ zügig. Ich gehe jetzt auch mittlerweile ganz gut da durch, weil Alien... Ja, die Steuerung habe ich so ein bisschen verinnerlicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder diesen dämlichen Grafikbug wie in der letzten Folge. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mich nicht melden werdet. Wenn es doch macht und YouTube mir die Videos sperrt, ich kann es sehr gut nachvollziehen, das Spiel ist sehr brutal. Ich fände es aber besser, wenn YouTube da hingehen würde und
einfach eine Altersfrage einbauen würde, wo man eventuell von mir aus sogar ja, den Code von seinem Personalausweis eingeben muss. Wie steht ihr dazu? Was haltet ihr davon? Weil ich fände es jetzt schade, wenn ich euch das nicht präsentieren könnte. Ich finde es aber auch gleichzeitig gut, aber auch irgendwie nicht, wenn YouTube mir die Videos sperren würde, weil es ist halt eben. Ihr wisst, was ich meine. Oh, Bäume. Wir haben Sound. Das war jetzt das erste verdammte Mal, dass wir Sound da drin hatten. In den ganzen anderen Missionen davon nicht. Wir müssen den Strom für den elektrischen Sound ausmachen. Und da unten sehe ich doch. Was ist das? Ach, das ist ein kleiner Affe. Hier gibt es auch Flora und Fauna. Nein, wie süß. Wie weit können wir denn hier hochklettern? Weiter geht's nicht. Okay, schade. Ja, Riesenbaum, aber keine Möglichkeit, bis ganz nach oben zu klettern. Finde ich etwas. Naja, schade. Gut, neue Mission. Ich weiß noch nicht, wo ich lang muss. Ich hätte natürlich jetzt auch hier über den Baum darüber kommen können, aber nein, das wäre wahrscheinlich für die Entwickler auch etwas einfach gewesen. Schauen wir doch einfach mal, wenn wir das hier ausmachen. Nein, können wir nicht. Wie schalten wir also jetzt diesen Strom aus? Schauen wir uns doch mal hier um. Hier können wir auch nicht hin. Wie soll ich denn dann bitte schön da durch? Wir folgen dem Pfeil. Ach, spring doch. Ja, wir folgen dem Pfeil und wir kommen bis vor die Tür. Interessant. Und hier hoch kommen wir auch nicht. Ja, das ist wieder so eine Stelle wie vorhin mit den Lüftungen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hier hoch auf die Steine können wir ebenfalls nicht. Warum bewegen wir uns dann nicht einfach durch die Lüftung? Weil es wäre ja am sichersten. Ist das eins von unseren kleinen Viechern? Ich konnte das jetzt nicht richtig sehen. Bleib mal stehen! Ich will dich beobachten bei deiner Arbeit. Yo! Das ist eines von unseren. Geil. Aber Leute, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Nächste Folge, letzte Mission. Ich hoffe, ich kriege sie in der nächsten Folge fertig. Dann mache ich mit. Weiß ich noch nicht weiter. Werdet ihr sehen. Ich bin Hellot1986. Wir spielen Alien vs. Predator 3. Bis dann.